Die Kernessenz von der heutigen Monatsbotschaft für den Oktober, übermittelt von meiner Quelle Solia, ist der Satz: Das Spiel ist beendet. Und wenn du dich fragst, was für ein Spiel das ist, dann kann ich dir nur sagen, du wirst dir dieses Channeling mindestens einmal mit vollem Fokus anhören müssen, um zu verstehen, um was es da geht. Ich selbst habe es auch zwei, dreimal anhören müssen, um einzusteigen in die Tiefe der Botschaft. Und ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass du in diesem Channeling ganz, ganz viele essentielle Fragen beantwortet finden wirst, die du dir vielleicht gerade in deinem Leben stellst oder die gerade hochkommen bei dir. Das können Fragen sein zu deiner Berufung, die Frage, ob du vielleicht einen angestammten Job wechseln sollst, um was Neues zu machen. Es kann sein die Frage, ob du dich aus einer alten Beziehung befreien sollst und was Neues beginnen sollst. Es kann auch sein die Frage, ob du einen Wohnort wechseln sollst. Es kann die Frage sein, wie du mit deiner Körperlichkeit, mit deiner vielleicht momentan vorhandenen Krankheit oder auch Depression oder Angstzuständen umgehst. All das findet in diesem Channeling Antworten, und zwar neue Antworten, die wirklich eine Kehrtwendung in deinem Sein hervorrufen können. Und es ist gerade eine Zeit, wo wirklich ein Cut entstehen kann und vielleicht auch entstehen muss und darf in dir, um dich von deinen alten Geschichten zu befreien, von dem sich im Kreis drehen und immer wieder um das Gleiche rumschwirren und doch zu keiner Lösung finden. Und die Lösung auf diese Fragen sind hier in diesem Channeling, auch für mich selber, ganz essentiell beantwortet. Es sind so tiefe Antworten, die so tief sind, dass sie dich nicht nur eine Woche beschäftigen werden, sondern es ist ein Langzeitprogramm, was hier angestoßen wird. Und deswegen ist dieses Channeling wirklich eine Medizin, eine Heilmedizin, und bietet dir sozusagen Zauberformeln an für dein jetziges Sein, um genau diese Fragen jetzt endlich dauerhaft zu lösen, obwohl sie sich nicht von jetzt auf gleich lösen lassen. Das möchte ich dir auch gleich sagen, aber auch das, um das geht es nicht. Es geht um den Anfang zu setzen, um dem Spiel, das du bis jetzt gespielt hast, ein Ende zu setzen und umzudenken, umzusatteln auf eine neue Sichtweise auf dein Sein. Und am Ende des Channelings wirst du ein Bild von Solia bekommen, das dich durch die nächste Zeit begleiten wird. Ein wunderschönes Bild, wie ich finde, das dir die Essenz und den Zauber und das Potenzial dieses Channelings wirklich nochmal versinnbildlicht und dich begleiten kann und soll auf deinem momentanen Seelenweg. Und so wünsche ich dir jetzt wirklich von Herzen, dass du deine Antworten findest, dass du animiert bist und motiviert bist, das zu drehen, was sich in dir selbst gerade im Kreis dreht, und dass du eine neue Ausrichtung, eine neue Klarheit findest in diesen Zeiten, wo es auch nochmal so verwirrend und verirrend sein kann. Bevor ich es vergesse, falls du auch Channelings lesen willst von Solia und von meinen anderen Instanzen, die nicht hier auf YouTube erscheinen, dann abonniere meinen Telegram-Kanal, den verlinke ich dir in der Videobeschreibung, und dort findest du auch immer wieder kostenlose Meditationen und sonstige Angebote, und ich freue mich, wenn wir dort in Kontakt bleiben. Und jetzt geht's los mit dem Channeling. Einmal mehr möchten wir euch ansprechen. Einmal mehr verbinden wir uns mit euch. Einmal mehr sind wir euch zu Diensten in dieser Zeit, durch die ihr gerade geht. Eine Zeit der Verwirrung, der Verirrung und
der Klarheit. Ein Gespann unterschiedlicher Pole, ein Kräftezerren von Energien, die in euch weilen, die sich nun ausrichten möchten, die eine Gerade finden möchten, die sich zentrieren möchten, die einen Weg beschreiten möchten, der sich austariert hat, der sich gefunden hat, der bereit ist, die Schöpfung als solches im Kern zu spüren. Die Schöpfung, die euch nicht zugänglich ist, über euer Gedankenspiel, die euch nicht zugänglich ist durch die Analyse, die euch nicht zugänglich ist durch euer Zutun. Diese Schöpfung, die in euch wohnt, die in euch ist, die durch euch wirkt, die immerwährend ist, die sich wandelt, die im Fluss ist, die einhergeht mit dem göttlichen Willen. Ihr seid nun an einem Punkt angekommen, an dem ihr nicht mehr vorbei könnt, an diesem Faktum, an dem ihr genug herumgeritten seid, um diese Quelle, sie beäugt habt aus verschiedensten Richtungen und doch zu keinem Ergebnis gekommen seid. Ihr habt diese Schöpfung durchleuchtet mit eurem Bewusstsein und dem Wissen, dem Nichtwissen. Ihr seid nun an einem Punkt angekommen, an dem euer Wissen euch nicht mehr dient, an dem ihr euer Wissen auf andere Beine stellen wollt, an dem ihr leer werden wollt, an dem ihr offen werden wollt und nicht mehr dieses verkünstelte Sein in euch weiter lebendig halten wollt. Denn dieses verkünstelte Sein, das eurer mentalen Aktivität entspringt, das auch eurem Seelenvolk entspringt, denn ihr seid Künstler, ihr erfindet und ihr wollt erfinden, doch ihr müsst die Schöpfung nicht erfinden in der Weise, in der ihr meint, sie erfinden zu müssen. Ihr habt euch eine Welt kreiert, die scheinbar schön und gut und verständlich ist. Und andererseits merkt ihr, dass ihr im verkehrten Pol angekommen seid von eurer Künstleressenz. Das Gekünstelte steht dem echten Einfallsreichtum gegenüber. Und ihr dürft nun im wahrsten Sinne des Wortes Einfallstor werden für diese Schöpfung, euch neu zur Verfügung stellen für die göttlichen Belange, für das Ganze und euch leer machen, euch neu
diesem Sein öffnen und nichts mehr wollen. Es ist also eine Zeit der Innenschau, der Beruhigung, der Verlangsamung, der Beschaulichkeit und der Impulsivität. Und wenn wir Impulsivität meinen und aussprechen, dann sehen wir darin das Handeln nach gefühlten Impulsen, nach einem Gefühl, das aus eurer Tiefe kommt, das nicht im Denken angesiedelt ist, sondern das aus euch herausspricht, wie ein Wasserfall, wie ein überlaufender Brunnen, der nicht anders kann, als sich zu ergießen. Er wird nicht ausgeschüttet, sondern er läuft aus sich heraus über. Er braucht nichts weiter als das stetige sich auffüllen mit der eigenen Essenz, mit dem eigenen Potenzial, und dies wird automatisch übersprudeln, wenn ihr es laufen lasst, wenn ihr zulasst, dass hier etwas aus euch herausquellen möchte und sich verfließt in diese Schöpfung. Es ist ein natürliches Fließen, es ist kein Herausschütten, denn dieses Herausschütten führt dazu, dass eure Eimer leer bleiben, leer werden und sich dann mit Mühe wieder auffüllen. Dieses Ausschütten ist ein vom Ego geführter Vorgang, der auch einem Impuls folgt, doch dieser Impuls bewegt sich auf einer anderen Ebene eures Seins, und diese Ebene ist eine Ebene, die euch leer macht, die leer ist in sich selbst, die eine Scheinwelt vorspiegelt und auch eine Scheinwelt kreiert. Ihr könnt dies nachvollziehen, wenn ihr eure Freude beachtet, wenn ihr dem Beachtung schenkt, was euch Freude macht. Und diese Freude ist eine neue Freude, eine Freude, die auch aus sich selbst heraus schöpft, die keine Bestätigung braucht, die sich selbst genug ist. Und eure Impulse führen euch dorthin, die Impulse, die aus der Freude heraus geschehen, aus der Lust, aus dem puren Vergnügen und nicht aus dem Meinen, aus dem Glauben, aus dem Sollen, aus dem Wollen.
aus dem Müssen. Diese Zeit, diese Epoche, dieses Spiel darf nun einem Ende zugeführt werden und es ist eure Entscheidung, jedes Mal, wenn ihr in Aktion tretet, zu entscheiden, welche Stimme aus euch heraus spricht. Ist es die Stimme des Egos oder ist es euer essentielles Wesen? Ist es die Tiefe, die aus euch spricht, oder ist es das Wollen, das einen Plan hat, das sich etwas zurechtgelegt hat, das sich ein Ziel gesetzt hat, das Wege voraussieht und das sich kümmert, das sich auch bekümmert um sein Sein. All diese Indizien können euch helfen, euch auszurichten. Und jedes Mal, wenn ihr an diesen Punkt kommt und entscheiden müsst, was ihr nun tut, dann hört in euch hinein, haltet vor allem inne, gebt euch Zeit, gebt euch ein wenig Raum, um euch zu weiten und aus der Weite heraus, aus der Entspannung heraus zu entscheiden, was ihr tut. Ihr braucht also im Grunde genommen keine Planung vorzunehmen, denn das Göttliche sorgt für euch. Das Göttliche sieht alles. Das Göttliche ist unfehlbar und in eurem Vertrauen, euch diesem Weg zu öffnen, in eurem Vertrauen dem Schöpfungsprinzip zu folgen, das sich ergießt, das fließt, das liebt, das vollkommen ist. Aus diesem Vertrauen heraus braucht ihr euch um nichts zu sorgen. Ihr werdet dieses Prinzip, dieses Neuvertrauen auf alle Situationen eures Lebens anwenden können. Ob ihr nun von Sorgen belastet seid, die euch quälen, die euch zermürben, ob ihr an der Schwelle steht zu einer neuen Tätigkeit, zu einem neuen Beruf, zu einem Wohnortswechsel, ob ihr vor der Entscheidung steht, ob ihr eine Partnerschaft weiterführt oder nicht, ob ihr euch mit Krankheit konfrontiert seid, mit Beschwerden aller Art, mit Depression, mit Angstzuständen. All das ist eingebunden in
diesen Schöpfungsplan und ihr braucht nichts weiter zu tun, als in dieses Prinzip des göttlichen Seins einzutauchen, hineinzusinken in diese Annahme, in dieses Vertrauen, in dieses sich zurücknehmen, in die vollkommene Annahme dessen, was ist. Und wir sehen euch gefordert in diesem Annehmen. Wir sehen euch gepeinigt in diesem nicht mehr Fragen. Wir sehen euch überfordert mit der Frage, wohin soll es aber gehen, wenn ich diese Zügel nicht in die Hand nehme, wenn ich mich nicht kümmere, wenn ich mich nicht bekümmere um mein Sein, wenn ich das, was die Macht an sich reißen möchte, nicht mehr beachte, wenn ich es immer wieder ignoriere, wenn ich es immer wieder belächle, wenn ich es immer mehr als ein Hintergrundgeräusch meines Seins betrachte. Was geschieht dann mit mir? Wer bin ich dann? Wohin führt mich mein Sein dann, wenn ich mich ganz auf diesen Weg des Nichtwissens einlasse? Und hier beginnt für euch ein Wunder. Hier beginnt für euch ein echtes Wachsen. Hier beginnt für euch ein Prozess, dessen Ausmaß und dessen Auswirkung ihr euch im Moment nicht vorstellen könnt, denn es übersteigt das, was ihr im Moment zu glauben meint, was euch erwartet. Dieses Beurteilen, dieses Voraussehen wollen, scheitert. Es muss scheitern, da es euch nicht ansatzweise umreißt und umreißen kann in eurer göttlichen Silhouette. Der Oktober ist also ein Herbst, der die Blätter fallen lässt, der das Laub verblühen lässt, der alles abfallen lässt von sich und sich mit blanken Ästen der Schöpfung präsentiert, auf das eine Blüte entstehen mag, die einen neuen Duft verstrahlt, die ein Blumenmeer ins Sein trägt, das an seiner Farbenprächtigkeit seinesgleichen sucht. Dieser leere Baum, der ihr nun seid und werdet, steht nun da, fest verwurzelt in diesem Sein
und leer. Er lässt sich neu beseelen, er lässt sich neu befruchten, er kümmert sich nicht um das Leersein, er braucht dieses Abfallen des Alten, er braucht dieses Reine, dieses Unberührte, um sich neu zu finden. Und so denkt immer wieder an diesen Baum, der hier seine Stellung hält, der vernetzt ist durch seine Wurzeln mit dieser Erde, der seine Äste nach oben streckt, gen Himmel, und der keinen Mangel kennt und sich aus seinem Inneren speist. Das Innere wird ihm die Blüte verleihen. Das Innere macht das Äußere sichtbar. Das Innere ist das Entscheidende, das, was im Inneren passiert, das, was in euch zu wachsen beginnt und dann seine Früchte trägt. Dieses Innere, diese innere Fülle, die heranreift, die fließt, die ganz natürlich heranwächst, ganz einfach durch euer Sein, durch das Dasein, durch das sich immer weiter leer machen, das Abfallen lassen aller Blätter und das Kahlwerden. Diesen Herbst leitet ihr nun ein. Diesen Herbst dürft ihr genießen. Dieses Gold, das von euch fällt und sich transformiert in das Neue, diese Farbenpracht, die zu Boden fällt, die eine gesammelte Erfahrung ist aus eurem bisherigen Leben, die sich vereint mit dem Boden der Schöpfung und die dann vereint wird mit allem, was ist, und eine neue Blüte entstehen lässt, die wortlos schön ist, die kein Urteil mehr braucht, die kein einen Wert mehr kennt, außer die Liebe. Die Liebe eurer Hingabe, die Liebe eures Seins, die Liebe eurer Aktionen, die Liebe eures Wesens. Liebe ist wesentlich. Liebe ist die wesentlichste Ingredienz für all eure Aktionen. Liebe ist der Motor für euer Sein. Liebe durchtränkt diese Zeit. Liebe ist die Zeit unendlich und unbegreiflich. Liebe ist wesentlich, das Wesen eures Seins. Das ist das Sein,
der neuen Zeit. Wir grüßen aus der Ewigkeit.